Wir können ja mal kurz durchgucken. Ich wollte ja zuerst die Industrieschmelze machen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, 2.500. Ja, da brauchen wir einiges, ne? Wir brauchen noch Polymer, Öl. Das sind alles Sachen, die könnten wir schon erfarmen. Können wir ins Eis gehen. Wir gehen mal kurz durch, was wir haben an Barren. 250, 300 sind 550, 146 nur. Okay. Moment, was habe ich gesagt? 550, ne? Ja, okay, dann 700. Und nochmal 300 drauf sind 1000. Und hier waren auch noch ein paar drin. 1450, das heißt, uns fehlen noch 1000. Gut. Das läuft also. Wir gehen auf Anki-Suche. Und ich gucke mal an den Berg. Wir haben hier überall welche gesehen eigentlich. Ich versuche mich gerade mal so ein bisschen zu erinnern, wo wir ungefähr waren. Letztes Mal. Ja. Bisschen dunkel auch, ne? Mal ein bisschen gucken hier, dass wir vielleicht Gamma gleich oben haben. Sieht aber noch okay aus, auch auf dem Kontrollbo auch auf dem Kontrollbildschirm. Ja, aktuell muss ich sagen. Okay, jetzt hier haben wir das erste Mal so ein bisschen Frame Drops, aber ist okay. Alles über 30 ist immer noch okay. Und dann ist die Nacht vielleicht so ein bisschen der Feind, keine Ahnung. Es ist durch die Bachelorarbeit einfach so, ne? Ich habe super viele Texte gelesen in sehr kurzer Zeit und bin es dabei, quasi Literatur zu übertragen in ein Programm, wo ich halt meine Literatur verwalte und daraus dann quasi auch die Bachelorarbeit schreiben werde. Und es ist so krass. Mir fallen einfach nicht die richtigen Wörter ein und teilweise entfallen mir auch einfach Dinge. Aber so ganz hart. Hatte ich letztens im Laden. Da ist mir was eingefallen. Ich wollte es dann direkt aufschreiben, weil mir an dem Tag schon vorher auch Sachen wieder entfallen sind. Weil ich dachte, ja, merke ich mir einfach. Das ist eine gute Idee. Wie kann man die vergessen? Ich will es mal eintragen. Und habe zwei Einfälle gehabt und das zweite ist dann schon beim Eintragen weg gewesen. Das ist momentan the state of mind. Von meiner Seite aus. So, das ist dieser große Riesendino, den wir nicht haben wollen. Es sieht schon gut aus auch. Es sah auch schon vorher deutlich besser aus als auf der Xbox. Mal ein bisschen aufpassen hier mit Ausdauer. Der leuchtet aber ziemlich krass, ne? Ist aber ein weißer Drop. Also werden wir uns verkneifen, den zu holen. Und dann, ja, ich würde sagen Anki und dann werden wir tatsächlich mal abgehen in Schneebiom und die Sachen versuchen zu erfarmen. Zement müssen wir ein bisschen gucken. Megatherium wäre eigentlich krass, ne? Für Chitin. Beziehungsweise. Ja, vielleicht die erste Höhle schon machen, ne? Ganz am Anfang, da wo, in der Nähe, wo wir gespawnt sind, weil da sind auf jeden Fall ein paar Viecher drin, die Chitin geben. Muss man gucken. So, hier habe ich jetzt leider keinen gesehen. Die waren aber auch alle nicht so high level, ne? Glaube ich, das kam noch dazu. Dass das letztes Mal so ein bisschen das Ding war auch. Dass ich zwar welche gesehen hatte, aber dann doch froh war, dass wir. Oh, Iguanodon. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. War aber jetzt ein cooles Travel Mount auf jeden Fall, um über die Map zu kommen. Level 80 ist wohl gar nicht so ätzend. Und was ich jetzt mal eben schnell mache, das fällt mir gerade ein. Das track ich mal kurz. Ich habe keine Faser mehr. Da habe ich die komplett rübergepackt. Aber wir müssten noch genug haben. Ich habe kein Bett. Also, falls ich irgendwie mal hops gehen sollte, muss ich schon ein Stück laufen, um wieder in die Base zu kommen. Die Frage ist aber, waren wir letztes Mal hier irgendwo überhaupt? Weil ich werde natürlich jetzt nicht wieder
bis zur Pflanzenfresserinsel fliegen, um da einen Anki zu holen. Oh, ganz kleinen Leck gehabt hier. Kano und Raptoren. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber wir waren viel in der Base letztes Mal. Ich habe die Wasserleitung gelegt. Und wir waren Metallfarm. Wir waren da Metallfarm. Wir waren in der Base. Wir haben Wasserleitung gelegt. Das war's, glaube ich, ne? Ich gucke hier nochmal längs, aber... eigentlich. Eigentlich müssten wir dann hier den ganzen Bereich einmal abgrasen. Und dann mal gucken, vielleicht auch bei Tag einfach nochmal, aber die Nacht war eigentlich auch schon. Nee, die ist nicht rum, die ist eingebrochen, erst okay. Oder angebrochen. Dann fliege ich mal unter eine Wasserleitung nach quasi. Und guck mal, was ich da sehe. Weil irgendwo wird es doch jetzt einen Anki geben. Okay. Oh nee. Oh nee. Och, ihr seid solche Elendigen. Ey, wie ich es calle, wir fliegen mal zu unseren Wasserleitungen. Irgendwo muss es doch wohl einen Anki geben. Zack, 2 Sekunden später, der Anki ist da, der Anki ist down. Hätten wir eh nichts mehr ziehen können, der hätte sich erstmal komplett healen müssen. Wahrscheinlich. Da sind einfach 3 Alus da. Und machen da Stress. Ich guck nochmal weiter, ich glaube, es war nicht der einzige. Wir hatten mehrere gesehen auf jeden Fall. Das Duell der Giganten da. Kurz auf die Karte gucken. Ja, wir fliegen auch Richtung Wasser auf jeden Fall. Gut. Irgendwo muss es da noch einen Anki geben. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn er hier wäre. Können sonst wirklich nochmal am Vulkan gucken. Ja, hier kommen. Carry mal schön durch. Nochmal auf Gewicht leveln. Also am Vulkan waren sie halt früher viel. Aber es ist ja alles ein bisschen anders hier. Die Kino mal rein. Mal gucken. Es geht ja auch erstmal nur darum. Wahrscheinlich könnten wir halt mit der Hand auch gut Metall wegfarmen, ne? Aber auf Feuerstein und sowas. Das ist einfach schon praktisch ein Anki zu haben. Das würde mir sehr gut gefallen, wenn wir einen hätten einfach. Wieder. Ich stelle ja auch die These auf, dass du mit guten Werkzeugen auch einen Anki ausgleichen kannst. Und vor allem, wenn du einen Agi dabei hast, dann hast du ja auch den Buff quasi. Ich würde gerne mal das einmal weg haben. Funktioniert nicht. Ich kann dich fokussen. Ich kann es wahrscheinlich auch im Menü machen. Aber hier dürfte doch auch jemand sein. Das ist halt das Ding, ne? Dass die Berge so... Ja, man muss sich nur beschweren. Da haben wir dich doch. Ja, du kommst jetzt mit zu mir. Und es wird so sein, dass du jetzt für uns einfach das Farm einfach. Ich weiß, das war schon lange dein Traum. Du hast gewartet, wann komme ich endlich vorbei. Und jetzt bist du der Auserwählte. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht geschafft, ihn da reinzusetzen. Damit habe ich irgendwie in dem Spiel meine Probleme. Das ging in Survival Evolved irgendwie ein bisschen anders. Üp. Ach. Jetzt, ne?
Wollen wir mal nochmal überlegen, ob du wirklich der Auserwählte bist. Das kann wohl nicht wahr sein. Im Wasser komplett drin. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich lasse ihn mal kurz fallen. Ja, wir machen gleich weiter. Warte mal kurz. Ich muss kurz meine Ausdauer regenerieren. Das ist jetzt aber. Wurde mir das. Vielleicht liegt es auch an der Grafikkarte. Das wurde mir vorher auch nicht angezeigt, ne? So wirklich. Die roten Punkte, wo jetzt die Feinde entdeckt, unser Para. Oh, und wieder rechts daneben, ne? So. Gibt es doch nicht. Oh, wieder da ran. Lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Ich hab's gleich. Ich werde für so einen blöden Anki da jetzt in diese blöde Box reinbekommen, um den mal kurz wegzuziehen. Ja, aber also, sorry. Der war doch wieder drin und hat sich wieder rausgepackt. Also ich habe das Gefühl, dass das mit dieser Box nicht mehr geht. So, drin. Raus. Ja, alles klar. Ach, Meister, ey. Ich mach das jetzt gleich. Wir haben das gleich. Gleich haben wir's. Ist er schon wieder unten? Tief auch geflogen. Ich könnte ihn auch hier unten ziehen. Das Ding ist aber, mir ist das hier zu blöd, weil hier so viele. Ach, weißt du was? Warte mal, komm mal mit. Was ist, wenn ich das hier mache? Zum Beispiel. So viele werden wir ja wahrscheinlich nicht brauchen, ne? Ist ja der stuck? Ja, zum Glück kann hier keiner Jump'n'Run in dem Game. Von den wilden Dinos, meine ich. Oh, zum Glück kann ich das auch nicht. Der scheint ein bisschen stuck zu sein, ne? Das ist ja ganz gut für mich. Was sagst du denn? Oh, was sagt der Durodex? Habe ich genug Pfeile? Ich muss, glaube ich, mal ganz schnell nochmal in die Base gucken, ob wir genug Pfeile haben. Ich kann mir vorstellen, dass 23 reichen. Habe ich noch irgendwo Narko? Hier lag, glaube ich, keins mehr drin. Ich bin mir auch immer nicht sicher, wo ich den ganzen Kram packe. Oder habe ich schon genug Pfeile da draus gemacht? Mein 140er Megatherium wäre natürlich jetzt. Müsste man mal mitnehmen, ne? Oder nicht? Das ist einfach eine Vorlage. Das wäre halt ultra bitter. Habe ich nicht noch irgendwie Berries dabei, selbst Narco-Berries oder so? Ach, ja, ich habe noch ein paar, wir haben Fleisch. Oh, ich muss mir echt was überlegen, wo ich die ganzen Dinos parke, das ist ja so nervig jetzt schon. Bam. Zack, zack, so, let's go. Medikamentos. Alle herstellen, 27, so. Das läuft, ich guck mal einmal kurz, kann das so weit nicht weg sein. Ah ja, und also der, jetzt muss man mal kurz schon wieder völlig vergessen, was ich hier machen wollte eigentlich. Ja, der ist so halb stuck irgendwie, ne? Also der kommt da auch nicht so richtig raus, das ist schon mal gut. Dann kann man vielleicht beides parallel machen. Oh,
Oh, das dauert aber auch ewig, ne? Dann esse ich noch mal kurz ein bisschen was. Können wir dann mal ein Lagerfeuer anschmeißen hier. Mal ein bisschen Fleisch drauflegen. Ja komm, machen wir einfach jetzt mit Holz. Sei es drum. Let's go. Ja, das sollte ja wohl reichen, oder? So, und jetzt kann ich hier eigentlich auch herstellen, oder? Ja. Und ich befürchte fast, dass wir mit über 30 Pfeilen und der Armbrust auskommen sollten. Ich nehme nochmal die 4 mit. Ich kann es gar nicht mehr einschätzen. Und ich will es jetzt auch nicht im Duplex nachschlagen. Aber wir gucken mal. Also der Anki fällt da locker. Das einzige Ding ist jetzt, dass ich mal... Ich gehe, glaube ich, mal auf Distanz. Ich würde den normalerweise trappen. Wir machen das jetzt ohne Trap. Alter, sehr schnell. Ist denn der so schnell? Seit wann auch? Oh. Hä? Seit wann sind die denn so schnell? Jetzt brennt hier die ganze Welt irgendwie. Ach, das Mammut war Level 150 und hat einfach mein Mammut ausgenockt. Oh mein Gott. Da ist das Megatherium. Ja, ich glaube, ein Trap wäre doch ganz gut gewesen. Da ist er. Übel fix unterwegs. Ich komme mit meinem Agi gar nicht weg. Das ist ja übel krass, wie schnell der ist. Habe ich so gar nicht in Erinnerung irgendwie. Ja, das ist natürlich ein ganz geiler Spot hier, weil ich gar nichts sehe. Also genau gar nichts. Oh, der ging gut daneben. Irgendwie... Verwirrend auch. Ah. Alter, macht das Ding viel Damage. Ja, da muss ich erstmal jetzt hier. Ich dachte, ich kann mal locker weglaufen und mal einen Schlag tanken, aber das hat mir ja komplett aus dem Leben genommen gerade. Ja, es ist natürlich auch gerade wieder kalt. Das kommt noch hinzu. Dass wir nur 16 Grad haben. Wir ziehen mal die andere Rüstung an. Warte mal, welcher ist jetzt... Das ist Level 80. Ich weiß halt auch nicht, wie krass bei Megatherien das runtergeht. Ich glaube, beim Terrazino war das übel heftig. Wir lassen den mal noch kurz da liegen. Ja, ich bin ja immer noch voll am Sterben. Ich bin immer nicht so sicher, wenn er so wegläuft und gar nicht auf uns zuläuft, ob er nicht irgendwie schon... Aber Level 140... Tankt ja wohl ein paar Betäubungspfeile, oder? Ja, okay. Das ist einfach nur ein absoluter Bait. Noch mal ein bisschen, bis die Armbrust wieder durchgeladen ist. So, jetzt bringt auch der Heiltrank wieder ordentlich was, glaube ich. Problem ist natürlich, wenn die jetzt, wenn das Megatherium wirklich richtig gut darin ist, Betäubungspfeile zu tanken.
Dann ist das hier eine ziemlich schlechte Taktik. Ich habe das Bett noch nicht gebaut. Das kommt noch dazu. Und mein Agi würde auf jeden Fall in den Fight gehen mit dem Megatherium. Kannst du jetzt auch schon von ausgehen. Wo ist er denn? Hat sich wieder beruhigt. Dann machen wir das erstmal so. Mal ein bisschen raufschießen. Na, der war wieder exzellent geschossen. Da war ich ein bisschen weit weg von meinem Agi gerade. Also weiter weg, als mir das lieb ist eigentlich. Ich habe das, glaube ich, es sieht unglaublich gut aus, das Spiel, ne? Oh mein Gott. Also alleine mit den Lichteffekten, dass wir die jetzt anhaben und sowas, ist schon krass. Man muss es nochmal sagen, auch wenn wir dabei sind, hier ein Megatherium zu zähmen. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal gesagt. Bei Survival Evolved hatten wir immer die Mod drin, dass man Torpor und sowas gesehen hat. Man hat Leben gesehen vom Dino. Das ging ja vor allem ums Züchten, ne? Dass man dann im Vorfeld schon weiß, ob man dann einen guten Dino erwischt oder nicht. Und den nicht legen muss, damit man das angucken kann, ne? Weil das ja dann um die Werte geht quasi. Und die kann man ja erst angucken. Man kann ja erst ins Inventar gucken, wenn man das Tier quasi anguckt. Beziehungsweise wenn man es gelegt hat, ihr wisst, was ich meine. Wenn man im Inventar ist. Das ging ja dadurch schon vorher. So. Ich hätte gern jetzt hier einen Pfeil drin. Gut. Da ist einfach kein Pfeil drin gewesen, aber es ist ein Pfeil drin. Ja, das ist jetzt das, was ich meine. Das finde ich irgendwie interessant, dass er wegläuft. Und das verwirrt mich halt maximal. Der kommt jetzt wieder zurück, ne? Ja, okay. Ja, was ist denn der Bullet Drop? Bin ich einfach zu dämlich oder was? Bein habe ich ihn umgetroffen. Ja, aber da ist ja der Bullet Drop übel hoch. Ja, beruhig dich. Ich weiß noch nicht, ich habe auch keinen Überblick, wie viele Pfeile da jetzt reingegangen sind, ehrlich gesagt. Ja, dafür wird die Trap vielleicht noch gut gewesen, ne? Ihn da reinzulocken. Können wir noch bauen, wir machen das jetzt so, wir ziehen das jetzt durch. Kannst du einfach das Interesse an mir verlieren, wie das sonst auch immer der Fall ist? Das wäre super toll. Danke. Ich habe Hunger. Ah, das ist schon tanky, ey. Das ist halt echt die Frage. Wir haben aber eine gute Armbrust, das muss man dazu sagen. Das kommt dann auch hinzu. Wir haben eine echt gute Armbrust. Und dadurch ist es tendenziell alles ein bisschen... Okay. Ist das jetzt der Moment, wo wir ihn vielleicht haben? Er hat mich so gebaitet! Eieieiei. Da hat er mich kurz gehabt, ey. Jetzt rennt er wieder. Das könnte jetzt so ein bisschen so das Ding sein, ne? Dass er jetzt wirklich... Oh nein. Wie hat er jetzt einen Insekt bekommen? Das ist auch jetzt eh nochmal die Frage, ne? Wie er jetzt irgendwie gebufft ist. Aber das wäre jetzt ein Ding, ne? Wenn er jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass er dadurch jetzt auch gebufft ist und Torpor und so ein Scheiß wieder runtergegangen ist.
Ich frage mich auch, wie er dann Insekt bekommen hat. Also ich habe ihn nicht mal gesehen, wie er angegriffen hat, ehrlich gesagt. Das sah super random aus. Ja, ist jetzt eh in seinem Rampage-Mode, ne? Ja, 140 wäre jetzt schon krass. Ja, chill. Ja, die machen auch nur 15 Schaden. Der hat nicht mal getroffen mehr, ey. Vorher waren es 61 oder sowas, ne? 59, 61, jetzt waren es 15. Vielleicht gerade ein bisschen so, als hätte sich ein Dödi eingekugelt. Ja, guck's dir an. Was ein Monster. Ja, wir tryen, wir tryen, wir tryen, wir tryen, wir tryen, wir tryen. Wir tryen. Eie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 
Jetzt läuft er doch wieder. Jetzt läuft er doch wieder. Jetzt läuft er doch wieder. Ah ja. Ah ja. Er hat so gebaitet schon wieder. Er läuft weg und dann dreht er sich um und haut doch nochmal zu. Würde er nicht machen, wenn er schon kurz davor wäre, rumzufallen. Aber wenn du schon mal bei Off the Island einen 140er vor die Nase kriegst, dann nimmst du den natürlich mit. Jetzt sind hier auch zwei Terrazinos auch noch am Start, ne? Jetzt rennt er wieder weg. Ich bin mir nicht sicher. Er rennt noch weiter. Ja gut, aber der hätte sich jetzt nicht beruhigt. Absoluter Bait wieder von ihm. Oh nein, oh nein. Kommt er nochmal zurück oder nicht? Oh, ich habe den Pfeil daneben gesetzt, Mann. Das ist die Frage. Er attackt mich auch nicht. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Das fand er nicht so gut. Wo ist er denn? Der läuft jetzt wirklich weit weg, ne? Ja, ich denke mal, der ist kurz davor umzukippen. Ich denke, der ist kurz davor umzukippen. Wir brauchen neue Pfeile. Ich brauche neue Naku. Oh, ich hab das Mammut nicht mehr. Hier ist auch noch ein Anki. Übrigens. Level 5, Entschuldigung. So, 140er ist da hinten. Wir brauchen neue Narkosepfeile. Ich hab gesagt, ich trap den gleich, aber. Ja, oder wir trappen ihn. Wir müssen ihn ranlocken, dann haben wir alle Zeit der Welt. Wenn wir ihn dann getrappt haben. Ich guck mal kurz. Wir brauchen Bärenfalle. Eine große. Annehmen. So, und dann brauchen wir Metall. Tafeln. Ja, das brauchen wir Zement. Ich weiß nicht, ob wir noch Zement haben, ehrlich gesagt. Weil das wäre jetzt. Was ist jetzt los? Kommt ihr klar, oder? Warte mal, da hinten ist irgendwas. Da hinten wird irgendwas angegriffen. Ah ja, Terrazino gegen. Das war das Ding. Sehr gut, hier ist also immer irgendwas los. Ich muss die unbedingt mal auf Passiv stellen, ich mach's noch. Hier haben wir Holz drin. Das war der Schrein. Okay, Holz, Holz, Holz. Zement, Zement, Zement. Wir haben Zement. Wir haben noch Gammelfleisch. Wir haben hier noch Fleisch drin. Den Stack nehme ich mir mal mit. Ja, Problem ist nur, dass Gammelfleisch nicht so unser Problem war. Zement, Zement, Zement. Gehen wir irgendwie hier raufjumpen. Es ist so eine krüppelige Base auch, ne? Es wird alles kommen, es wird alles kommen. Ich sehe es schon vor mir. So, Bärenfalle. Groß. Oh, zwei. Sicher, sicher. Metalltafel. Vier. Sicher, sicher. So, das nehmen wir mit. Das ist natürlich ein bisschen Ressourcen, eint das auch gerade. Wirft uns ein bisschen zurück, aber dafür haben wir eventuell.
dann, ja, ich versuche gerade nochmal irgendwie Narco-Berries zu bekommen. Ich guck mal kurz raus. Bei unserem Mammut. Was da noch drin ist. So, Narco-Berries haben wir da noch ein paar. Den Dattel können wir auch mitnehmen. Wir brauchen eigentlich echt auch ein Gewächshaus und so, ne? Es ist... Es gibt, das Ding ist, Ark ist so ein Spiel, du kannst halt einen Plan haben, es läuft eh immer alles anders, als du denkst, und man macht auch nie das, was man sich vorgenommen hat. Zumindest ist es bei mir so.